Herr Canetti, wenn man Ihr Werk betrachtet, Ihr literarisches Werk, dann ist vielleicht doch auffallend, dass Sie mit einem, man kann schon sagen, gewaltigen, auch dickleibigen, aber das Jahrhundert herausfordernden Roman begonnen haben, der ja später auch von der Kritik mit dem Ulysses, mit den Brüdern Karamasow verglichen wurde. Ein solcher Erstling, das ist doch recht ungewöhnlich. Junge Autoren beginnen meist mit Lyrik oder kurzer Prosa, mit Übungen. Ja, ich begann auch mit Gedichten, sehr jung schon. Aber ich fühlte, dass nicht viel dann war. Und es wäre mir nicht im Traum eingefallen, die zu veröffentlichen. Dann schrieb ich Prosa, kurze satirische Stücke, abstruse Erzählungen, aber alles für mich selbst. Ich wusste, dass es Übungen waren. Das ging so vielleicht 5 Jahre. Die Sache wurde ernst, als ich 1929 von meinem zweiten Berliner Besuch nach Wien zurückkehrte. Ich hatte gerade meinen Doktor gemacht und nahm mir vor, meine ganze Zeit nun ans Schreiben zu wenden. Berlin, seiner grellen Lebendigkeit, hatte mich sehr aufgewühlt. Ich beschloss, eine Comédie humaine an Irren zu schreiben und entwarf 8 große Romane. Jeder von ihnen war um eine extreme Figur angelegt, eine Figur am Rand des Irrsinns. Sie waren alle Übersteigerungen bestimmter Phänomene der Zeit. Es gab einen religiösen Fanatiker darunter, einen technischen Phantasten, einen Sammler, einen Verschwender, einen Gegner des Todes, den ich den Todfeind nannte, einen gelehrten Pedanten und so weiter. Mit diesen Figuren und ihren sehr abwechslungsreichen Schicksalen wollte ich die Wirklichkeit mit Scheinwerfern von außen her, vom Rande her ableuchten. Es schien mir nicht mehr möglich, die Welt mit den üblichen Mitteln des Realismus zu erfassen. Sie war sozusagen zu weit auseinandergegangen, in alle Richtungen. An die Stelle der Comédie humaine des 19. Jahrhunderts wollte ich eine Comédie humaine an Irren setzen. Ein volles Jahr schrieb ich an diesen Entwürfen, an allen durcheinander, je nachdem, welche der Hauptfiguren mich eben lockte. Es war geistig das ausschweifendste Jahr meines Lebens, eine wunderbare Zeit. Ja, aber wann haben Sie dann mit der Blendung, mit Ihrem ersten Roman begonnen? Und wie lange haben Sie daran gearbeitet? Wie kamen Sie überhaupt auf die Idee der Blendung? Ja, im Sommer 1930 fühlte ich mich dann mehr und mehr zu der Figur des Sinologen hingezogen und beschloss, das war eben eine der Figuren, die schon normal auftauchte, und beschloss, mich ganz auf ihn zu konzentrieren. Ich hatte immer Stendhal's Le Rouge et le Noir um mich und las darin, um mich an seiner Klarheit zu schulen und vor allem um die Ungeheuerlichkeiten des vergangenen Jahres zu vermeiden. In genau einem Jahr, ich war damals 26, war die Blendung, die damals noch anders hieß, beendet. Es schien mir, als seien die Säfte der anderen geplanten Romanen alle in dieses Buch gegangen. Und ich ließ sämtliche übrigen Entwürfe verächtlich liegen. Aber die Blendung ließ ich auch liegen, obwohl sie mir gefiel, ich wollte Distanz dazu gewinnen. 4 Jahre später, 1935, wurde die Blendung dann veröffentlicht. Man hat die Blendung als eine große, mächtige Metapher gesehen für die Bedrohung durch die Masse in uns selbst. Steckt da nicht aber auch so etwas wie eine Attacke gegen den reinen Intellekt, der nur für sich selbst da ist, der sich selbst genügt, ja, der die Wirklichkeit ausschließt und deshalb an dieser Wirklichkeit zugrunde geht? Das Buch bietet die verschiedensten Aspekte, von denen manche noch nicht einmal bemerkt worden sind. Der Aspekt der Attacke gegen den reinen Intellekt, den Sie hervorheben, ist sehr wichtig und besonders von der englischen Kritik immer wieder betont worden. Dem Werk wurde ja schon damals, 1935 ist es erschienen, Ruhm zuteil durch nicht geringere als Hermann Broch und Thomas Mann. Aber ich glaube, ein durchschlagender Erfolg, Herr Canetti, war ihm damals doch wohl nicht beschieden. Welche Gründe würden Sie dafür verantwortlich machen? Ich habe das damals ganz anders empfunden. Die Prosaisten, die ich am meisten bewunderte, Kafka und Musil, wurden von ganz wenigen Menschen gelesen. Andere, die ich auf das Tiefste verachtete, ich mag ihren Namen jetzt nicht nennen, waren wohl das, was Sie unter einem durchschlagenden Erfolg verstehen. Mir kam es auf die Meinung der Menschen an, die ich sehr verehrte und die hätte nicht besser sein können. Mit ganz wenigen Ausnahmen war auch die Presse enthusiastisch, sogar dort, wo ich nicht erwartet hatte. Deutschland aber fiel durch die politischen Verhältnisse weg. Aber selbst da kam noch in der Frankfurter, wie durch ein Wunder,
das Klügste, was für über 10 Jahre über das Buch gesagt wurde. Sie werden sicher lächeln, aber ich war überglücklich. Ja, aber diesen durchschlagenden Erfolg haben Sie ja nun doch noch bekommen. In der Ausgabe des Hansa Verlags vor 3 Jahren hat es Sie überrascht oder war es ja wohl längst erwartet? Ja, längst also, notwendig, sagen wir mal. Es hat mich vor allem sehr gefreut, denn es hatte mich schon bedrückt, dass ein deutsch geschriebenes Buch, das in den westlichen Ländern längst Schule gemacht hatte, in Deutschland während 28 Jahren nicht existierte. Das wurde dank der Ausgabe des Hansa Verlages plötzlich anders. Jetzt gibt es sogar schon eine Taschenausgabe der Blendung und nun können auch die das Buch lesen, die ich mir am meisten als Leser wünsche. Herr Canetti, man hat immer das Gefühl bei Ihnen, Sie visieren immer das Ganze an, das Große. Ja, man spürt den Drang zur Universalität, etwas, was Sie ja als Forderung an den Dichter anlässlich Ihrer Brochrede schon 1938 aufgestellt haben. Ich denke dabei an Ihr großes philosophisch-soziologisches Werk Masse und Macht. Das ist ja auch ein so gewaltiges, großes Unternehmen gewesen. Ja, das ist schon richtig vielleicht, aber ich kann wirklich nicht anders. Ich hatte mich schon jung vorgenommen, nie ein Buch zu veröffentlichen, das nicht Anspruch auf Bestand hat. Darum veröffentliche ich wenig und zögere lang, bevor ich mich dazu entschließe. Ich möchte meine Leser ernst nehmen. Mein größter Wunsch wäre es, noch in 100 Jahren gelesen zu werden. Das mag heute lächerlich klingen. Mir ist es ganz ernst damit. Übrigens hat dieser Wunsch auch große praktische Vorteile. Man legt viel strengere Maßstäbe an alles an. Damit es besteht, muss es besonders gut sein. Und das kann doch gewiss nicht schaden. Wie lange haben Sie an Masse und Macht gearbeitet? Wie kamen Sie zu diesem doch ganz anders gearteten Stoff, nachdem Sie vorher die Blendung oder Romane geschrieben haben? Ja, das war nicht ganz so. Den Plan zu diesem Buch über die Masse fasste ich schon 1925, als ich 20 war, also lange vor der Blendung. Ich schrieb mir schon damals viel dazu auf und sammelte von überall her Material. 1931 erkannte ich, dass ein solches Buch ohne ein ergänzendes Studium der Macht wertlos bleiben müsste und erweiterte den Plan. So hat das Buch also eigentlich mich 35 Jahre lang begleitet und 20 davon in England habe ich mich auch schließlich darauf konzentriert. Da interessiert mich etwas, wenn man 20 Jahre lang an einem so wesentlichen Werk, denn die Masse und Macht ist ja gerade in dieser Zeit entscheidend, von entscheidendem Einfluss geworden, wenn man sich 20 Jahre lang damit intensiv beschäftigt und Sie haben ja, wie Sie es irgendwo auch mal geschrieben haben, sich in dieser Zeit des Literarischen sozusagen enthalten, bedingt das nicht auch im gewissen Sinne eine seelische Gefährdung? Sicher. Das ist sicher so. Allerdings handelt es sich, wie Sie ja bemerkt haben werden, um ein Buch mit einer ganz hübschen Anzahl von Themen. Also es ist nicht nur, man kann nicht nur gut von einem Thema sprechen. Trotzdem würde ich niemand zu einem ähnlichen Unternehmen raten. Ohne das Ventil der Aufzeichnungen, mit denen ich damals begann, wäre ich dann zugrunde gegangen. Davon bin ich überzeugt. Wir können ja weiter gar nicht eingehen auf Masse und Macht, obwohl das ja ein wirklich interessantes Thema wäre. Aber ich wollte Ihnen nur sagen, mich hat etwas da besonders fasziniert, was Sie über die Massensymbole der Nationen schreiben. Da merkte ich auch, und Sie gingen ja selbst eben auf die Aufzeichnungen ein, da kehrt es ja oft wieder, dass Sie überall nach Symbolen, nach Mythen suchen. Ja, ich lese auch nichts lieber als Mythen. Der wichtigste Teil meiner Bibliothek besteht daraus, es mögen an die 300 Bände sein, die meisten stammen von den sogenannten Naturvölkern. Aus einem dieser Bücher über die Buschmänner habe ich mehr gelernt als aus manchen der bedeutendsten Werken der Weltliteratur. Aber doch noch etwas wenig Beachtetes in Ihrem Buch Masse und Macht, das schien mir die Rolle des Tiers zu sein, die ja auch in den Aufzeichnungen immer wieder motivisch wiederkehrt. Hat das eine besondere Bewandtnis bei Ihnen, eine besondere Bedeutung? Ja, das allmähliche Verschwinden der Tiere halte ich für die vielleicht gefährlichste Verarmung des Menschen. Durch seine Begabung zur Verwandlung ist er ja erst zum Menschen geworden und der Inhalt dieser Verwandlungen waren alle die Tiere, mit denen er je zu tun hatte. Der Mensch ist auch die Summe aller Tiere, in die er sich im Lauf seiner Geschichte verwandelt hat. Der Ausfall
dieser besonderen Art von Verwandlung muss die schwersten Folgen für ihn haben. Das Problem der Verwandlung beschäftigt mich übrigens sehr intensiv. Sie ist natürlich auch der Kernvorgang des Dramas. Man kann sich da viel verwandeln, besonders wenn man die Figuren selber erfindet oder sie alle zugleich liest. Auf Ihre Dramen, Herr Kanetti, komme ich noch zurück. Ich möchte gern noch jetzt mal bei Ihren Aufzeichnungen bleiben. Das ist ja Ihre jüngste Veröffentlichung. In dem Vorwort dazu schreiben Sie, es wäre nur ein geringer Teil der Aufzeichnungen, die hier vorliegen. Sie hätten sie über Jahrzehnte hinweg geführt. Was haben Ihnen diese Aufzeichnungen bedeutet? Auseinandersetzung mit der Gegenwart, mit der Welt? Oder ganz einfach, wie Sie in einem Aufsatz geschrieben haben, Dialog mit dem grausamen Partner, nämlich mit dem eigenen Ich? Die Aufzeichnungen waren für mich eine Zeit der Freiheit während der Arbeit an Masse und Macht. Ich nahm mir 1 oder 2 Stunden täglich Zeit dazu und während dieser Stunden durfte ich alles niederschreiben, was mir durch den Kopf ging. Ohne an die Folgen zu denken, ohne Verantwortung, ohne den Gedanken, dass ich je etwas davon wieder aufnehmen würde. Sie waren also das Gegenteil von Auseinandersetzung mit der Welt oder Bewältigung der Zeit oder wie ähnliche Phrasen heißen mögen. Sie erwähnen den Aufsatz Dialog mit dem grausamen Partner. Nun, auch diesen Dialog gibt es, aber er findet in den ausführlichen Tagebüchern statt, die ich von den sprunghaften und lockeren Aufzeichnungen streng getrennt halte. Die sind nebenher geführt worden? Ja, 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 ja. Und seit wann führen Sie die? Da haben Sie noch nichts veröffentlicht daraus. Aus diesen Tagebüchern? Nein, die kann ich gar nicht veröffentlichen, die sind sehr geheim. Aha. Die sollen nach Ihrem Tode veröffentlicht werden oder überhaupt nicht? Das weiß ich noch nicht. Das will ich erst knapp vor meinem Tod bestimmen. Wenn ich dann Compos Mentis bin. Sie schreiben, Herr Canetti, in Ihren Aufzeichnungen über den Krieg. Natürlich, diese Aufzeichnungen sind ja in dieser Zeit entstanden. Auch über Deutschland. Aber mir ist aufgefallen, kein Wort über den Faschismus. Das ist richtig. Aber meine Hauptarbeit in dieser Zeit war doch die Untersuchung der Wurzeln des Faschismus. Das war der Sinn von Masse und Macht. Um zu begreifen, was geschehen war. Und zwar nicht bloß als Phänomen der Zeit, sondern in seinen tiefsten Ursprüngen und weitesten Verzweigungen hatte ich mir jede literarische Arbeit verboten. Die Aufzeichnungen sind ein Nebenprodukt dieser Arbeit. Und wer in ihnen das Wort Faschismus vermisst und vor Sehnsucht danach es gar nicht mehr aushält, der braucht nur den größeren Band aufzuschlagen. Und obwohl auch da das Wort vielleicht nicht vorkommen wird, aber so doch immerhin ungefähr 500 Seiten, die eigentlich von nichts anderem handeln. Es ist nichts anderes, das ist eine Abrechnung mit dem Faschismus. Und ich glaube, auch wenn man das in einem so großen Werk getan hat, kann man dann in den privaten Aufzeichnungen, die ja für Sie eine Art Weggehen von dem Thema waren, nicht nochmal verlangen. Ja. Sie rühmen darin die Tagebücher von Pavese. Diese sind ja auch eine immerwährende Auseinandersetzung mit dem Ich, mit der Gewalt des Todes in ihm selbst. Auch Ihre Aufzeichnungen kreisen das Thema des Todes ein, immer wieder. Aber eigentlich könnte ich sagen, unpersönlicher, unabhängig von Ihrer Person. Vielleicht liegt es daran, dass der aphoristische Charakter, der in vielen Sätzen steckt, diese Sätze auch von Ihnen entfernt. Die Tagebücher von Pavese, das möchte ich vorausschicken, werden nicht in Aufzeichnungen gerühmt, sondern in jenem Dialog mit dem grausamen Pater, den Sie schon erwähnt haben. Aber das tut nichts zur Sache. Bei der Auswahl der Aufzeichnungen hatte ich mich eigentlich bemüht, das rein Aphoristische, mit wenigen Ausnahmen, aber vor allem alles Geistreichende wegzulassen. Das ist mir vielleicht nicht gelungen. Aber viel wichtiger scheint mir der Vorwurf, dass die Aufzeichnungen zu unpersönlich seien. Ich glaube, das kann man auf so vielen Seiten des Buches widerlegen, dass es kaum verlohnt, damit zu beginnen. Verstehen Sie mich recht, Herr Canetti, bei Pavese sind die Aufzeichnungen, wenn das Wort nicht zu hochtrabend klingt, existenziell. Bei Ihnen denkerisch, sagen wir philosophisch. Ja, jetzt beginne ich zu verstehen, was Sie meinen. Das Modewort existenziell, das ich wie die Pest meide, bringt mich auf den Grund Ihres Einwandes. Alles, was bei Pavese an den Tod streift, gemahnt an seinen Selbstmord.
Der Tod hat auch hat in den Tagebüchern sozusagen schon begonnen. Natürlich ist das der Grund, warum man sie 10-mal so ernst nimmt wie andere Tagebücher. Das kann schon darum in der Aufzeichnung nicht so sein, weil ich den Tod ablehne und auf das Schärfste bekämpfe. Ich finde das nicht gerade philosophisch, aber sei es doch. Aber noch ein Hauptthema bei Ihnen, das ich noch einkreisen möchte, der Glaube. Man spürt, wie Sie dieses Problem angehen, wie Sie immer wieder gegen den Stachel löken. Sie haben sich bereits verwundet, ja, Sie bluten schon, wenn Sie schreiben, einmal, ich habe alle Eigenschaften des religiösen Menschen in mir, aber auch den tieferen Zwang, dem Gehege des Glaubens zu entkommen. Es ist wahr, dass mich der Glaube fasziniert, dass es nichts gibt, was ich mir für dieses Leben noch so sehr wünsche, als die Lösung dieses Rätsels. Ich will wissen, was der Glaube ist. Die Formen, in denen er sich abspielt, kenne ich nun genau. Ihn selbst kenne ich sozusagen nur von oben. Was ist er von unten? Und was ist er ganz innen? Was ist das Mark in seinem Rückgrat? Wollen Sie darüber etwas arbeiten, das gesondert schreiben, oder? Ja, ja, ich arbeite seit langem schon an Sache, die damit zusammenhängt. Führen Sie überhaupt diese Aufzeichnungen weiter, auch heute noch? Ja, ja, ich führe sie immer weiter und ich könnte gar nicht anders leben. Ich bin so dran gewöhnt. Wird ein neuer Band mit Aufzeichnungen erscheinen? Ich hätte in einiger Zeit bestimmt nichts dagegen. Im Ganzen könnte man etwa 2 starke Bände schon auswählen und auch vertreten. Gibt es überhaupt bald von Ihnen etwas Neues? Die Bücher, die in den letzten Jahren erschienen sind, sind ja eigentlich älteren Datums. Ein, wenn ich so sagen darf, heutiger Canetti wäre wohl bald an der Reihe, meinen Sie nicht? Natürlich gibt es von mir etwas Neues. Der heutige Canetti, wie Sie sagen, heißt Masse und Macht. Aber ich arbeite auch an anderen Dingen. Ist auch nicht ein zweiter Teil von Masse und Macht in Vorbereitung? Ja, 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 ja. Wann soll der erscheinen? Das wird noch einige Jahre dauern. Zu Ihren Stücken, Herr Canetti, es ist doch höchst merkwürdig bei dem Ruf nach deutschen Dramatikern, dass erst 2 Nachkriegsjahrzehnte vergehen mussten, ehe man sich Ihrer Stücke annahm. Woran hat das nach Ihrer Meinung gelegen? Sie ist vielleicht nicht ganz so merkwürdig, wenn Sie bedenken, dass ich in Nonnen lebte, ganz in meiner Arbeit vergraben war und kaum je etwas Ernsthaftes mit den Stücken unternahm. Ich hatte kein Theatervertrieb und keinen Verleger für sie. Seit der Hansa Verlag letztes Jahr 3 von ihnen einem Band der Öffentlichkeit vorgestellt hat, weiß man von ihrer Existenz und langsam geschieht auch etwas mit ihnen. Aber es gibt auch einen tieferen Grund, der mit den Stücken selbst zusammenhängt. Ich glaube, sie waren früher dem Zeitgeschmack zu sehr voraus. Heute, wo das absurde Theater sich überpurzelt hat, sind meine Stücke schon gar nicht mehr die absurdesten. Was an ihnen vielleicht einmal neu und wie ich mir damals einbildete, kühn war, ist heute beinahe natürlich. Dieses Aufholen von avantgardistischen Werken durch die Zeit gehört zu den amüsantesten Phänomenen. Und man möchte lange genug leben, um sich an diesem Schauspiel noch oft zu ergötzen. Sie sind sozusagen Romancier und Dramatiker. Da möchte ich Sie fragen, vielleicht kann man das gar nicht so knapp formulieren, aber doch versuchsweise, was glauben Sie, was für Eigenschaften muss ein Romancier und was für Eigenschaften müsste ein Dramatiker haben? Ich glaube, man kann sie zusammennehmen, weil ich also eigentlich jetzt nicht von technischen Qualitäten sprechen möchte, sondern von Eigenschaften. Ich würde zuerst sagen Neugier, Empörung, Stolz, ganz verborgen, Erbarmen, Raschheit im Erfassen und für den Romancier auch unendliche Geduld in der Verarbeitung. Er muss sich allem, und das nehme ich hier beide zusammen, ich nenne den R, er muss sich allem entziehen, was Macht hat. Der einfachste, der dümmste oder der schlechteste Mensch muss ihn so nah angehen und faszinieren, wie der komplizierteste, der klügste oder der beste. Um die ungeheure Vielfalt des Vorhandenen zu spüren und zu fassen, darf er sich keiner der üblichen Klassifizierungen und Gruppierungen verschreiben. Er muss misstrauisch und vertrauensvoll sein und beide Haltungen auf die Spitze treiben können. Er muss sehr viel Frühes mit Passion aufgenommen haben, bevor er sich an Experimente wagt. Experimente,
die sich aus Experimenten anderer und sonst nichts herleiten, sind so unergiebig, dass sie die Mühe gar nicht lohnen. Er ist da allem, was zugleich mit ihm lebt, aber als Einzelnem verfallen sein muss, braucht er Kontraste, Spannungen zu anderen. So ist es gut, wenn er sich in Literaturen abgelegener oder vergangener Kulturen umtut, allem, was fern genug ist, was ihn vielleicht erst erschreckt oder befremdet. Wer ausschließlich in seiner eigenen Zeit befangen ist, kann ihr nichts hinzufügen. Das läuft ihr doch ein. Ich schäme mich auch nicht zu sagen, dass ich Dankbarkeit für eine der wichtigsten Eigenschaften allerdings nicht nur des Romanciers halte, nämlich das Bedürfnis, für alles, was man empfangen hat und was die eigene geistige Substanz ausmacht, etwas zu hinterlassen, das gut genug ist, um zu dauern und zur Substanz späterer Menschen zu werden. Es ist schwierig, Sie verbinden Romancier wie Dramatiker derart eng. Ich hätte Sie gern gefragt, wo trotzdem Ihre Sympathie mehr liegt, beim Romancier oder beim Dramatiker? Ja, ich nehme jede der Gattungen, denen ich mich versuche, sehr ernst und wünsche mir, da etwas zustande zu bringen, das so noch nicht da war. Aber ich glaube, dass im Kern alles, was ich mache, dramatischer Natur ist. Damit hängt es wohl zusammen, dass ich am liebsten Dramen schreibe. Wollen Sie auch künftig Dramen schreiben? In der nächsten Zeit planen Sie etwas? Ja, ich arbeite jetzt seit einiger Zeit einen Roman und habe zwei Dramen im Kopf, die mich mehr und mehr locken und die ich am liebsten gleich niederschreiben würde. Herr Kennedy, Sie haben Kafka als den Dichter, der unser Jahrhundert am reinsten ausdrückt, bezeichnet. Hat er Einfluss auf Sie gehabt? Gibt es überhaupt einen Schriftsteller, von dem Sie sagen können, ihm habe ich einiges, vieles zu verdanken? Ja, ich hatte 8 Kapitel der Blendung geschrieben, als mir die Verwandlung der Hungerkünstler und der Landsarzt in die Hände fielen. Es hat mich nie ein modernes Stück Prosa tiefer beeindruckt als die Verwandlung. Die Romane Kafkas habe ich erst Jahre später gelesen. Aber natürlich habe ich vielen Dichtern etwas zu verdanken. Ich will erst die 3 nennen, gegen deren Einfluss ich mich nie, auch später nicht gewehrt habe. Der größte von ihnen war Aristophanes, den ich mit 17 las. Dann kamen Gogol und Stendhal. Einige wichtige Jahre stand ich unter dem Einfluss von Karl Kraus und die allmähliche Befreiung von ihm war einer der quälendsten Prozesse meines Lebens. Ich würde sagen, dass Büchner, eigentlich der Wozzeck, mich von Karl Kraus befreit hat. Und welchen Autor können Sie lesen und immer wieder lesen? Den chinesischen Philosophen Zhuangzi, der in Wirklichkeit ein Dichter ist. Aristophanes, Büchner, immer jedes Wort von Stendhal und mit längeren Unterbrechungen auch Nestor. Gibt es ein Buch, das Sie geschrieben haben möchten, in der Weltliteratur oder auch in diesem Jahrhundert? Das ist eine Frage, die bei mir ein wenig vorbeitrifft. Für die Bücher, die ich liebe, habe ich eine Art von abgöttischer Verehrung. Es würde mir blasphemisch erscheinen, zu wünschen, dass ich sie geschrieben haben könnte. Ich glaube, ich würde den Verstand verlieren vor Stolz, wenn ich eine einzige Komödie von Aristophanes geschrieben hätte. Sie schreiben Deutsch, leben aber schon fast 3 Jahrzehnte in London. Können Sie die Wirkung Ihrer Bücher auf das englische Publikum beschreiben? Hat es Sie grundsätzlich anders aufgenommen als das Deutsche? Der Unterschied in der Aufnahme hängt, glaube ich, vor allem mit chronologischen Fakten zusammen. Die englische Übersetzung der Blendung erschien 1946 und wurde erstaunlich bald rezipiert. Man kann sagen, dass sie einigen Einfluss auf jüngere englische Dichter hatte. Das nächste Buch, Masse und Macht, kam in England 1962, also 16 Jahre später. Das entsprach eher dem natürlichen Verhältnis der beiden Bücher zueinander. Eins stand dem anderen nicht im Wege. In Deutschland kam alles innerhalb weniger Jahre heraus und das mag manchen Leser und vielleicht auch manchen Kritiker etwas verwirrt haben. Nur noch eine letzte Frage. Schreiben Sie auch Englisch? Nein. Ich habe immer nur Deutsch geschrieben und werde es nie anders halten. Deutsch war mir viel zu wichtig geworden, als ich nach England kam, um etwas daran zu ändern. Ich will auch stolz mitgespielt haben. Ich wollte mir von niemand und schon gar nicht von Hitler vorschreiben lassen, in welcher Sprache ich schreibe. Meine Vorfahren hatten 1492 Spanien verlassen müssen und ihr Spanisch in die Türkei mitgenommen, wo sie sich niederließen.
Die Spanisch haben sie über 400 Jahre in ihrer neuen Heimat reingehalten. Und es war auch meine Muttersprache. Ich lernte Deutsch mit 8 und wuchs immer mehr in diese Sprache hinein. Mit 33 musste ich Wien verlassen und nahm Deutsch so mit, wie Sie damals Ihr Spanisch. Vielleicht bin ich die einzige literarische Person, in der die Sprachen der beiden großen Vertreibungen eng beieinander liegen. Eine so kuriose Konstellation soll man nicht stören. Es ist klüger und vielleicht ergiebiger, sie sich auswirken zu lassen. Manchmal komme ich mir vor wie ein spanischer Dichter in deutscher Sprache. Wenn ich die alten Spanier, etwa die Celestina oder die Sueños von Quevedo lese, glaube ich, ich spreche aus ihnen. Niemand weiß, wer er wirklich ist. Es gibt mir Kraft, dieses Wenige zu wissen. Herr Canetti, ich danke Ihnen für das Gespräch.